Warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Und zwar geht mein Radio nicht mehr an, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Ja, hallihallo Freunde. Heute ist wieder ein kleines Projekt, im wahrsten Sinne des Wortes klein. Denn dieses Bauteil muss ausgetauscht werden. Es handelt sich hier um den Zündanlassschalter. Und wir legen auch gleich mal los, weil es wird hoffentlich nicht so schwierig. Erstmal die Abdeckung unterm Lenkrad weg und dann geht's weiter. Als allererstes erstmal die drei Schrauben lösen, hier unten. Okay, das sieht auch nicht mehr so ganz original aus. Da war wohl schon mal jemand bei. Das ist mal ein kleiner Test, ob das überhaupt passen würde. Das sieht alles gut aus. Warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Und zwar geht mein Radio nicht mehr an, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Dann muss ich ihn immer so ein bisschen bearbeiten und dann geht das Radio auf einmal an. Und ja, ich hoffe, dass es daran liegt. Schauen wir mal. Nur als kleinen Tipp, also bei T4 Wiki steht drin, dass man so einen rechtwinkligen Schraubendreher benutzen soll oder so. Ich weiß jetzt nicht, wer sowas zu Hause hat. Ich habe jetzt einfach einen kleinen Bit genommen und habe mir den 7er Schlüssel genommen und habe den so angesetzt, dass er da dann direkt drauf passt. Und dann konnte ich das mit Mühe und Not natürlich ein bisschen umständlich, aber es hat funktioniert, den rausschrauben. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze auch wieder reingeht. Stecker wieder rein. So, ihr seid jetzt beim Live-Test dabei. Rein, und vorher ging mein Radio eben halt nicht an. Ja. Läuft doch wunderbar. Mehr wollte ich doch gar nicht. Kann ich hier auch rumspielen, wie ich will. Es funktioniert alles. Wunderbar. Läuft. Ich glaube, das war's auch schon. Jetzt rückwärts wieder zusammenbauen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So. Ja, jetzt sind wir fertig mit der ganzen Geschichte. Ich hoffe, auch so kleine Projekte gefallen euch mal. Es soll ja immer alles so ein bisschen festgehalten werden, was ich überhaupt hier mache. Das habe ich jetzt wirklich nur aus dem Grund gemacht, weil mein Radio einfach nicht mehr anging, wenn ich das Auto gestartet habe, beziehungsweise den Zündschlüssel umgedreht habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, der Tipp mit dem Bit ist ganz cool. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr die Arbeit auch noch vor euch habt. Gut, dann gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!